Glocken, Rentiere und Schlitten gibt es traditionell am 25. Dezember nicht zu hören im Westerland. Stattdessen röhren schwere Harleys durch die Friedrichstraße und darauf sitzen die Harley-Weihnachtsmänner und Engel, die Satteltaschen prall gefüllt mit Naschwerk für die Kinder, die schon ganz aufgeregt und voller Erwartung waren. Die Mitglieder des Sylt-Chapter hatten wieder einmal ganze Arbeit geleistet und rund 220 Naschtüten gepackt, gesponsert von einigen insularen Geschäften. Und so erlebten am Nachmittag des 25. die Kids ihre zweite Bescherung durch die Harley-Weihnachtsmänner und Engel